Sehr oft werden sie mit dem Begriff Mittelalter oder im Zusammenhang mit dem Mittelalter auch den Europa-Begriff finden. Europa, so heißt es oft, werde im Mittelalter erst geboren, formiert sich und tritt dann als Begriff von Dauer entgegen. Das liegt im Interesse postnationalistischer Gesellschaften, denn diese haben das Mittelalter auf ihre Weise genauso auch missbraucht. Europa, muss man feststellen, das ist zuallererst einmal ein Mythos. Europa ist nämlich in der griechischen Sagenwelt die Tochter des phönizischen Königs Agenor und der Telephassa. Und in diese Europa, in diese Tochter des phönizischen Königs, verliebt sich Zeus. Wegen seiner argwöhnischen Gattin Hera verwandelt sich Zeus diesmal in einen Stier und dort lauert er Europa an einem Strand von Sidon im heutigen Libanon auf. Er begegnet ihr also dort, entführt sie sogar von dort auf die Insel Kreta und zeugte mit ihr 3 Kinder. Das ist also der mythische Kern der Europa. Der griechische Historiker und Geograph Herodot bezog den geografischen Begriff Europa dann auf den Peloponnes, nördliches Mittelmeer, auf das Schwarze Meer und unterschied es von Asien und Afrika bzw. Libya, wie Afrika auch genannt wurde. Europa wird damit zu einem Teil einer dreigeteilten Welt. Und diese Dreiteilung der Welt blieb bis zur Entdeckung Amerikas auch das vorherrschende Weltbild. Mittelalterliche Weltkarten sind übrigens aus religiösen Gründen geostet. Das heißt, sie sind nicht nach Norden ausgerichtet wie moderne Karten, sondern nach Osten ausgerichtet. Und in der Mitte dieser mittelalterlichen Weltkarten liegt Jerusalem. Diese Dreiteilung der Welt mit dem Zentrum Jerusalem korrespondiert auch wieder mit der Bibel. Demnach sei die Welt nach der Sintflut unter den Söhnen Noahs aufgeteilt worden. Sem bekam Asien, davon hat sich dann auch der Begriff Semiten für das Volk abgeleitet. Kam bekam Afrika, Hamiten, der Name kommt davon. Und Japhet als Jüngster hat Europa erhalten. Schon Herodot wundert sich über die Dreiteilung der Welt, waren ja doch schon damals bekannt, alle Erdteile miteinander verbunden. Damit war es immer wieder notwendig, die Grenzen dieser 3 Kontinente festzulegen. Nebenbei bemerkt, dass Asien der größte Kontinent ist, das wurde akzeptiert und war also auch bekannt. In der Spätantike siegte diese Weltsicht über konkurrierende Modelle. Plinius der Ältere definierte schließlich Terram orbis universus in tres dividitur partes, Europam, Asiam, Africam. Er legte dann auch die Festlandgrenzen mit dem Don und dem Nil fest. Europa gilt als dritter Erdteil. Allerdings tobte im Mittelalter heftig die sogenannte Antipoden-Diskussion. Dieses Konzept der Antipoden besagt, es gäbe auf der Erde gegenüber von Europa liegend eine Terra Australis Incognita als 4. Kontinent. Ihre Bewohner werden aber vom Rest der Welt durch die unüberwindbare Hitze des Äquators getrennt. Nach Norden und nach Süden hin, das weiß man auch, wird es kühler. Aufgrund dieser Logik musste es schon oder war es schon in der Antike klar, dass gegenüber der kalten Arktis auch eine gleich kalte Antarktis vorhanden sein muss.
Das Einzige, was man in Antike und Mittelalter noch nicht über die Welt wusste, war die Existenz eines Kontinents Amerika.